Heute die PQ-Formel. Minus p halbe plus minus die Wurzel aus. P halbe ins Quadrat minus Q. Danke fürs Zuhören. Das war die PQ-Formel. Oh Junge! Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Kalterbrei-Wahlspezial am Wahlsonntag. Hier gibt es noch die richtig guten Einordnungen politischer Lagen. Ach, ich habe keine Ahnung. Komm, los geht's. Tolle ist, wir können jetzt sogar vor der Folge, wie man richtig wählen geht, einsprechen. Als Tutorial. Nee, das könnte zu politisch aufgefasst werden. Wie man richtig wählt, bring Kuli mit, mach ein Kreuz. In Klammern, Wie achte drauf. habt ihr gewählt? Habt ihr Briefwahl gemacht oder seid ihr Briefwahl. vor Ort gegangen? Ich hab gebrieft. Ich auch, same. Und du Ich machst. nicht, aber es hatte einen einzigen Grund, warum ich keine Briefwahl gemacht habe. Könnt ihr es euch Wegen denken, warum? der Dominanz gegenüber den Nein, Wahlhelfern? nein, nein, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es, weil die Postbote euren Briefkasten nicht findet. Stimmt, das wäre eigentlich die bessere Idee. Nee, einfach weil ich ein fauler Sack bin und mich einfach zu spät darum gekümmert habe, Briefwahlunterlagen anzufordern. Also jetzt mal ohne Scheiß, ich finde, das ist ja keine Entschuldigung mehr, weil man musste literally einen QR-Code einscannen und dann auf Absenden drücken und dann kam der Ich Rest habe zufällig den nach Brief Hause. einfach nicht geöffnet bis heute, ehrlich gesagt. Der Brief ist gekommen, ich habe den hingelegt, habe gesagt, alles klar, wählen. Dann hat meine Frau 100 Mal zu mir gesagt, willst du nicht noch Briefwahlunterlagen anfordern? Dann habe ich gesagt, ja, mache ich noch, mache ich noch, mache ich noch. Habe ich nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Und dann bin ich halt heute. Aber es war gar nicht so schlecht, weil mir ist es heute wirklich, also gleich mal hier, um einfach wieder real zu werden, mir geht es heute nicht so wahnsinnig gut. Okay, ist traurig. Aber juckt keinen. Ich habe jetzt eigentlich so ein Oh erwartet. So ein, ich glaube, Ne. Tizian hat sogar gesagt, ich habe es nicht gehört, aber danke dafür, Tizian. Auf jeden Hast Fall, du nicht, oder? Hast du gesagt? Habe ich nicht. Hast du nicht gesagt? Habe ich nicht. Schneide Nee. das wieder raus, der Arsch. Warum auch? Auf Warum? jeden Fall, Ich glaube, er hat es wirklich nicht gesagt. Egal. ich habe es echt nicht Ich gesagt. Hab habe schon Halluzinationen, so schlecht geht's mir. Ne? Aber Merkt ihr es? echt. Mir geht's richtig schlecht. Und da war es dann gar nicht schlecht, ein bisschen rauszukommen. Ein bisschen an die frische Luft, ein bisschen frische Luft schnappen, ein Ein bisschen bisschen sich seine Viren im bewegen und so. Wahllokal verteilen. Ja, klasse. Ja, Also. einfach ein bisschen Viren verteilen. Ja, ist doch Nee, schön. es war super, super entspannt bei uns. Also ich bin wirklich dahin gelaufen. Ich dachte schon so, oh nee, nachher muss ich da jetzt noch anstehen oder so, aber gar nicht. Gar nicht. Ich bin einfach rein, hab der einen Zettel in die Hand gedrückt. Dann haben die gesagt, so, mach ein Kreuz. Dann habe ich ein Kreuz gemacht, bin wieder gegangen. Hast du nicht Also ich zwei war, glaube Kreuze ich, gemacht? insgesamt. Ich glaube, ich war insgesamt. Oh Jungs, man macht doch nein. zwei Kreuze, Tiz oder? hat Fehlwahl gemacht, glaube ich. Verdammt! Nein, Spaß habe ich nicht. Habe ich nicht. Oh, jetzt wäre es Auf dir jeden auch zu Fall. unangenehm, das noch zuzugeben, ne? Nein, ich habe ehrlich keine Fehlwahl gemacht. Bin Ja, nämlich blöd. ja. Er wird gerade ganz schön Naja, rot. Ob du blöd bist oder nicht, ich weiß nicht, ob du da schon der Richtige bist, um das zu bewerten. Auf jeden Fall war ich, glaube ich, ungelogen keine 2 Minuten in diesem Wahllokal drin. Also es war extrem gut. Ruckzuck, sehr geil. Ja, so muss Wirklich. es Also es laufen. war praktisch wie beim Sex. Ja, also. Dann gehen wir weiter zum nächsten Thema. Habe ich jetzt blöderweise gerade gar nicht die Stocks offen. Alles gut, ich habe direkt, ich bin heute, bin ich im Themenfeuerwerk. Ich bin heute halluzinierend, ich weiß nicht, ich habe keine Medikamente genommen. Ich fühle mich trotzdem, als wäre ich truff. Das heißt, heute werdet ihr mit mir klarkommen müssen, dass ich nur labe die ganze Zeit. Und zwar, was zur Hölle? Es hat heute einfach fucking geschneit. Ja, In deiner in Parallelwelt vielleicht? deinem Berg vielleicht, ja. Also bei uns Es hat hat es einfach geschneit. Was soll gestern das? gehagelt bei Nein, uns. es hat. Also. Bei uns hat es geschneit heute. Ich meine, klar, ich bin ein bisschen weiter oben als ihr, so rein geografisch gesehen. Ja. Aber es hat einfach geschneit heute. Ich dachte, Intellektuell ich ja nicht spinne. so. Und dann habe ich erst gedacht, so shit, warum habe ich keine Briefwahl angefordert? Jetzt muss ich da durch den Schnee Stapfen. wüten. Also jetzt Nein, 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 mal, nein, also nein. der ist doch nicht liegen geblieben, bitte. Nee, liegen geblieben ist er nicht. Also, es war tatsächlich, als wir hingelaufen sind, haben wir, also wenn auf den Hügeln, die so einfach so wirklich 20 Meter weiter oben waren, also wir waren ganz knapp unter der Schneefall, also da, wo der Schnee auch liegen geblieben ist. Echt? Also bei uns ist weiß wieder teilweise bei uns. Wow. Heißt aber, am Dach ist Schnee liegen geblieben, aber unten nicht? Ich habe ehrlich gesagt das Dach nicht angeguckt. Eine Schande. Das Dach des Nachbarn vielleicht? Da ist nichts liegen geblieben. Aber die haben vielleicht auch scheiße isoliert, weiß ich nicht, dass da dann die Hitze Mhm. das alles wieder abschmilzt und so. Ja, stimmt. Keine Ahnung. Aber Aber das hat mich echt abgefuckt dann, jemand, der als heute in deiner plötzlich. Insta-Story gesehen hat, ist auch das Dach deines Nachbarns auch ein bisschen tiefer als euer Dach, also.
Das stimmt auch wieder. Also du hast super Cross-Promo gemacht für meinen Instagram-Kanal. Jetzt du bist ein absoluter Experte, ne? Da machen wir absolute Punkt 1 fertig. Experte. Nee, genau, aber da habe ich echt gedacht, ich spinne, dass es jetzt wieder anfängt zu schneien. Was soll das? Es ist März. Also ich hätte dir sagen können, dass da, wo du wohnst, als du da angesagt hast, dass ihr da hinzieht, hätte ich dir sagen können, dass ihr damit regelmäßig auch im Sommer zu kämpfen habt, dass einfach manchmal schneit. August, da oben ist halt der Winter. Tiefschnee. Das ist einfach Badisch-Sibirien. Tiefschnee, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade Hochschnee gesagt. Cringe. Hochschnee, Hochwasser. So Hochwasser. Schnee. Das ist hoher Schnee. Hochwasser haben wir dafür. Warum sagt man eigentlich Hochwasser und Tiefschnee? Was soll das? Das ergibt gar keinen Sinn, oder? Ja gut, Hochwasser ergibt schon Sinn. Aber Tiefschnee ergibt keinen Sinn. Das heißt auch Tiefschnee, oder? Das ist einfach tiefer Schnee. Also. Ja, aber der ist doch hoch. Ja, aber an sich, du kannst halt auch obendrauf wenigstens noch bleiben. Sonst könnte man auch Tiefwasser sagen, weil das Wasser ist dann ja auch tief. Ja, aber das Hochwasser kommt ja daher, dass das Wasser dann halt im Fluss oder so dann hoch steht und deswegen es eben hoch steigt. Ja. Und Schnee fällt ja tief hier runter. Das heißt. Nee, sonst wäre ja immer Tiefschnee, wenn es schneit. Nee, weil man weil ja, es vielleicht bitte? Weil dann die Schneedecke, dass man halt eigentlich dann auf der Schnee und dass man da halt einsinkt und dann, aber dann wird ja mit dem Wasser genauso funktionieren. Okay, aber Achtung, gleiches Thema, warum Treibsand? Nein, okay. Heißt es wirklich Tiefschnee? Hallo, darf ich? Ja, Entschuldigung. Heißt es wirklich Tiefschnee? Keine Ahnung, das kannst du dir komplett Bullshit erzählen. Ich hab gerade erst Hochschnee gesagt, das heißt Tiefschnee, ja, auf jeden Fall. Ja, weißt du, ich kenne Tiefsee, aber ich kenne keinen Tiefschnee. Natürlich kennst du Tiefschnee. Sag mir irgendwie, ich kenne Neuschnee und Pulverschnee, aber Tiefschnee? Wenn ich darüber nachdenke, ist es ein bisschen komisch, ich weiß nicht. Ja, aber das ist auch, weil du das Denken einfach nicht gewöhnt bist. Also es ist einfach was Neues für dich und da muss man sich erstmal reinfinden, dass es nicht so leicht ist. Ist einfach zu selten, das stimmt natürlich. Ja, gut. Apropos Denken ist nicht so groß. Ich war letztens mit meinem werten Podcast-Kollegen und unter anderem auch besten Freund Dennis. Okay, ich war sehr gespannt, auf was schön, jetzt kommt. Jetzt fühle ich mich wieder richtig ausgeschlossen. Sehr gut, dankeschön. Ach, da habe ich gleich auch noch eine witzige Story zu ausgeschlossen. Ja, voll witzig, egal. War ich letztens in einem Fast-Food-Restaurant, wir sagen nicht welches, essen. Und da kann man mit Coupons sich ein Menü zusammenstellen, haben wir das gemacht. Und dieses Coupon besteht aus einer simplen Mahlzeit. Und das sind Pommes. Nur Pommes. Und dann bestelle ich diesen Coupon mit dieser besagten Nummer. Und dann sagt die Dame am Drive, Getränke! Und ich sage, das sind nur die Pommes. Und auf einmal schreit sie los, Getränke! Bis sie dann sagen durfte, also bis sie dann verstanden hat, dass es nur Pommes sind, was sie da bestellt hat. Da sind gar keine Getränke mit dabei. Und Dennis und ich, wir gehen da öfter essen, weil wir auch früher dort mal gearbeitet haben. Eigentlich kennen es dort die Leute. Und das erste Mal, seitdem ich dort war, habe ich mich unwohl behandelt gefühlt. Frage von mir, Nachfrage. Mhm. Hat man die Hausnummer erkannt? Ich verstehe nicht, warum das jetzt eine Rolle spielt. Tatsächlich, ich weiß jetzt gerade die Hausnummer von diesem besagten Restaurant nicht, aber Restaurant. dafür hat es einen anderen markanten Anhaltspunkt, an dem man rausfinden kann, dass es sich um dieses Haus handelt. Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, es ist der Burger King hier in der Nähe, ne, dann sieht man das einfach aufgrund der hohen Reklame und Werbeschilder überall. Okay, also da finde ich es moralisch vertretbar. Also wenn du jetzt wieder dein Essen dahin ausfahren müsstest, dann würdest du den Burger King finden, jetzt in dem Beispiel. Dann würdest du wissen, okay, ich habe hier mein Thai-Essen, das muss ich zum Burger King bringen. Ja, das würdest du erkennen. Ja, wenn ich jetzt als Notarztfahrer oder als Polizist wissen würde, wo ich jetzt hinfahren muss, weiß ich nicht. Keine Ahnung, Feuerwehr genauso wenig, aber thailändisch Essen hinbringen würde, glaube ich, passen. Feuerwehr haben wir letztes Mal schon gesagt, dass das eigentlich nicht so wichtig ist. Dennis, also ganz kurz, wir haben da beide gearbeitet. Du weißt noch, als die Fritteuse geknallt hat. Und Entschuldigung, das ist jetzt Insider-Infos und dass unser Leben riskiert weil der Chef keinen Bock hatte, die Fritteuse zu wechseln. Obwohl der Fachangestellte der Fritteusenfirma gesagt hat, dass man sich im Radius von 5 Metern nicht darin aufhalten sollte, weil man sonst eventuell in Flammen aufgeht. Das dürfen die Zuhörer nicht wissen, okay? Und das jedes Mal, wenn es geknallt hat, eine Vibration, das Seismometer, ein Erdbeben festgestellt haben. Ja, egal, also die Szene müssen wir so rausschneiden, weil wenn sonst unser ehemaliger
Chef das hört, dann gibt es ja ein bisschen Ärger. Wobei, nee, ja, warum rausschneiden? Wir schneiden nie was raus. Wir sind doch der Uncut-Podcast. Ach so. Inshallah, ich werde nichts rausschneiden. Geil. Wir haben nicht gedroppt, wo wir gearbeitet haben. Ich habe gerade eben Burger King gesagt, aber ja, als Beispiel, die Leute, das war als wohnen. Beispiel. Das war eben als Beispiel, klar. Es, ja. Die Leute wissen nicht, dass wir bei KFC waren. Es gibt oder bei auch andere Fastfood-Ketten wie Subway oder McDonald's. Und diese Salat-Fastfood-Kette, wie heißt die nochmal? Ich wollte gerade sagen, Earl Thomas, aber das macht gar keinen Sinn. Wie heißen die? Das sind Footballspieler, Earl Thomas. Ja, genau. Nee, aber hey, wie heißt denn diese Salatfuß? Salatfuß! Salat Fast Food Kette. Wie heißt denn die? Das ist Subway. Die habe ich noch nie davon gehört. Nee, das ist ja Sandwich hier. Dean and David. Ah. Dean and David. Dankeschön. Kenn ich gar nicht. Kennst du nicht? Ich kenn's auch nicht. Ich war da noch nie essen. Gut. Nee, ich mag auch keinen Salat. Nee. Machst lieber ein saftiges Rumpsteak, was noch blutet, oder? Das wird zu geil. Ich sehe es schon, ja, dir geht gerade einer hoch. Mac, bitte mach die Kamera ein bisschen höher. Schneller. Oh Gott. Oh Gott. Ach, Tizian. Oh Gott. Und was ging bei euch so diese Woche? Oh, wir haben Fanpost bekommen. Das müsst ihr euch jetzt auch noch wissen. Oh, ja, ja. Uns wurde Fanpost vor die Tür gelegt. Und es war, zu meinem Überraschen, nicht Okchu. Die dir vor die Tür gelegt wurde, oder? Ja. Hab die Tür aufgemacht, Fanpost aufgemacht, war nicht Okchu im Paket. Komisch. Mal ein bisschen traurig. War auch keine Briefbombe. Ja, wir haben die erste Fanpost bekommen. Ich weiß, ich glaube, die krassen Ultras hier, die haben es auch schon auf Instagram gesehen, den Post dazu. Oh ja. Nicht mal ich habe das gesehen. Wirklich? Wieso wird mir das denn nicht angezeigt? Ich bin dauerhaft auf Instagram. Also cool, dass du dich sowas fragst und nicht, warum zwei deiner Podcast-Kollegen Fanpost bekommen, aber du nicht. Obwohl deine Adresse in dem Impressum steht. Obwohl deine Adresse die einzige bekannte ist. Ja, komisch eigentlich, oder? Könnte man sich Gedanken drüber machen. Soll ich droppen, von wem die Fanpost kam, Tizian, oder? Kannst du. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ich habe den Post nicht gesehen. Tja, nein, blöd, oder? Ich stand noch nicht auf dem Post. Aber sag deiner Mama liebe Grüße, ne? Oh. Kam von meiner Schwester tatsächlich. Meine Schwester, grüße ich. Ah, Schwester, Mama, was ist denn auf dem Dorf da der Unterschied? Also, ich kann auch unterscheiden zwischen Kühen und Frauen, ohne deine Frau angreifen zu wollen, aber in deinem Dorf ist es ja, glaube ich, kein großer. Wow. Nee, das Tizian, du weißt, dass meine Frau im Podcast hört, ne? Oh, ja, aber jetzt ich so nee, schau mal, das war jetzt gar nicht so gemein. Das schneidest du nicht raus, Dennis, das schneidest du nicht raus. Ich schon drin, das ist eigentlich ganz witzig. Ja, aber lieber an dieser Stelle, das war nicht an dich gemeint. Du weißt, das haben wir in der Hochzeit, ich wollte gerade sagen, in der Hochzeitsnacht, am Hochzeitsabend genügend thematisiert. Du bist die schönste Frau, die ich kenne. Nach meiner zukünftigen, die ich bisher aber noch nicht kenne. Ich blende jetzt mal hier kurz deine Nummer ein, falls es irgendwelche Single-Frauen gibt, die auf der Suche sind, oder? Ja, aber die sollen sich erstmal noch ein Bild anschauen vorher. Ja, nee, Tiz verdient Chancen. Lernt ihn doch erstmal kennen. Wow. Ja, auf jeden Fall. Wir haben Fanpost bekommen, sagt meiner Schwester. An dieser Stelle Grüße an meine Schwester. Danke für deine tolle Fanpost. Das hat mich super gefreut. Ich weiß nicht, was bei dir drin war, aber ich hatte auf jeden Fall einmal kalten Brei. Ja, was denn? Also ich war dabei beim Unboxing. Ja. Wir haben eine Fanpost bekommen. Aber die Zuschauer nicht, die Zuschauer. Ja, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, was bei dir drin war. Junge, wir haben das Päckchen zusammen aufgemacht. Ach, das war. Hast du kein eigenes bekommen? Nein. Oh! Und du hast jetzt alles schon leer gegessen und so, oder wie? Was? Ihr liegt's. Ihr liegt's. Das tut mir jetzt ja wirklich leid für dich. Nee, ist schon okay. Ich mag ja keine weiße Schokolade. Ja, also wenn ich jetzt erzählen darf, was drin war. Drei wundervolle Geschenke. Einmal weiße Schokolade. Warum weiße Schokolade, Dennis? In Bezug auf die Story von Podcast-Folge 3, Episode 3, Part 2, Paragraph 4. Das ist so kompliziert, ey. Abschnitt 85, unter der Kategorie Baum. jedenfalls einmal weiße Schokolade. Kalter Brei einmal, selber kalter Brei, ist glaube ich selbst erklärt, und einmal Zitronenwasser. Dann habe ich mich erst gefragt, warum Zitronenwasser, und frage ich mich heute noch, keine Ahnung. Das habe ich gefreut, aber ich weiß nicht warum. Ich glaube, das hat sie selber auch nicht gewusst. Sonst kannst du uns gerne mal hier eine Nachricht hinterlassen, warum Zitronenwasser. Vielleicht kommt ist deine Schwester, frag rein. Sie doch einfach. Also es hat mich gefreut, aber ich habe den Zusammenhang nicht gesehen, weil das andere halt dann schon so Insider waren. Aber trotzdem
Ultra cool. Hiermit ein kleines Appell an alle anderen. Schickt uns gerne weiterhin Fanpost. Das hat uns sehr gefreut und das ist klasse. Wir haben kein Postfach für euch eingerichtet. Die Adresse findet ihr immer noch im Impressum. Schweres Wort. Nee. Ja, schickt uns Post. Absolut nicht, nein. Also wirklich gar nicht schwer. Im Impressum, finde ich, war jetzt schon anstrengend. Ja, ist ein... Im Impressum. Mhm. Ja. Im Impressum. Ich fand's schwer. Ja. Naja. Denken. Gut, und was ist sonst noch so passiert diese Woche? Das muss ich gerade selber mal gucken. Oh, tatsächlich, ich mache mal wieder einfach nur Promo für mich selbst. Aber ich habe einen Podcast gestartet, einen anderen. Ne? Also, es war jetzt auch das letzte Mal, dass ich hier dabei bin. hat mir Spaß. Nee, ich habe einen. Das Sprungbrett! Einen Story-Podcast gestartet. Also, ich bin ja Autor, wie vermutlich jeder weiß, der hier auf diesen Podcast. Der auch nur ansatzweise belesen ist. Ja, also, intellektuell. Also, ich denke, alle drei Leute, die diesen Podcast hören, wissen, dass ich Autor bin. Und habe da eine Geschichte geschrieben und die veröffentliche ich jetzt einmal pro Woche in einem 30 Minuten ungefähr, so zwischen 20 und 30 Minuten. Kommt das raus? Heißt Aushilfe tot. Findet ihr überall, wo es Podcast gibt. Abonnieren, reinholen. Aushilfe tot, männlich, weiblich, divers. Richtig, Aushilfe tot, MWD heißt das Ganze. Ist eine super. Ich denke, ihr habt es schon gehört. Möchtet ihr gerade mal kurz euer Feedback geben dazu? Ich fand es super. Ich habe es meinen Kindern vorgespielt. Meine Kinder konnten die Nacht lang nicht mehr schlafen. Das war aber toll. Was war deine Lieblingsstelle? Da, wo er gestorben ist. Ah ja, okay. Bist du selber drauf gekommen oder? Ich glaube, er hat es mich gar nicht angehört. Ich habe es wirklich angehört. Nein, war ein Spaß. Wow. Haben wir dieses auch schon drüber geredet. Nee, also wirklich lohnt sich reinzuhören. Ist einfach eine andere. Aber habe ich jetzt gerade gespoilert für die anderen Leute, dass er gestorben ist? Es ist super überraschend, wenn das Ding Aushilfe tot heißt. Ja, schon. Dass da jemand stirbt. Oh Mann. Weird. Oh Mann. Ich glaube, es steht sogar wirklich in der Beschreibung drin des Podcasts. Als David Moss stirbt. Naja. Also das ist wirklich, glaube ich, kein Spoiler. Und dann habe ich aber auch noch, also das war jetzt einfach nur Promo, ne? Das war jetzt, da kannst du auch Hashtag Werbung und so einspielen vorher, das passt. Ich habe eine Teleshopping-Frage. Teleshopping-Musik mache ich da, glaube ich. Oh ja, das wäre super. Ich muss jetzt gerade mal rausgucken, ich habe auf Instagram eine Anfrage bekommen. Und zwar wollte mich ein Unternehmen als Brand-Partner gewinnen. Ah, habe ich auch schon. Aber der Name des Unternehmens ist That Sounds Gay. Okay. Und ich weiß nicht, also ich habe jetzt nicht, dass ich da irgendwie ein Problem damit hätte, Brand-Ambassador zu sein für That Sounds Gay. Also je nachdem, was sie zahlen, gerne. Könnt euch gerne nochmal melden. Aber ich bin mir einfach nicht hundertprozentig sicher, ob ich der Richtige dafür bin. Was macht denn Dead Sounds Gay? Das fand ich aber gerade auch. Das ist ein Modelabel. Die haben ein T-Shirt, da steht es drauf. Sounds Gay, I'm in. Ah. Ist aber interessant. Also daran, dass ich die jetzt gerade erwähne, merkt ihr natürlich schon, ne? Ich bin jetzt übrigens der neue Partner von Dead Sounds Gay. Um hier kurz auf mein T-Shirt zu sprechen zu kommen. Nee, Spaß, aber das fand ich irgendwie kurios. Ich habe mich dann gefragt, wie zur Hölle sind die drauf gekommen, mich anzuschreiben, Ambassador zu werden für That Sounds Gay. Also, dass man so weirde Anfragen kriegt bei Instagram, das ist ja alltäglich. Das hat ja auch nichts mit mir oder mit meinem Profil zu tun. Aber die, ja, muss vor allem, wenn es um Mode geht. Ja, eben. Und da muss ja irgendjemand da gesessen haben oder schreiben die einfach jeden an. Und war das jetzt Zufall, dass die mich angeschrieben haben? Ja, ich denke, die schreiben wahrscheinlich auch immer aus Versehen Frauen an. Ich glaube, das, wobei Gay heißt ja nicht schwul, oder? Was heißt Gay nochmal? Gay heißt homosexuell. Ah, nur homosexuell? Ja. Ah, nee, okay, dann werden wahrscheinlich. So. Ja, gut, nee, ich habe gedacht, aber ich denke mal, die schreiben random einfach auch. Da werden wahrscheinlich auch Seiten angeschrieben. Ich glaube, die werden einfach. Ja. Das war, ich fand es nur amüsant, als ich da das lese und dann das T-Shirt sehe mit Sounds Gay, I'm in. Und dann, ob ich Brand Ambassador werden will. Also an sich finde ich es. Hätte schreiben müssen. Hätte schreiben müssen, Sounds Gay, I'm in. Das wäre nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich das hier auf dem Dorf wirklich machen könnte, weißt du, ob ich da wirklich sagen könnte, ich werde jetzt Ambassador für so eine gespuckt und so mit dem T-Shirt rumzulaufen hier. Nee. Also bei uns im Dorf wärst du dafür gehängt worden. Ja, aufgespießt, auf den Scheiterhaufen und so Sachen. Ja.
An jede Gliedmaße eine Kuh und dann werden die gepeitscht und dann rennen alle weg und dann reißen sie dir die Extremitäten aus. So dass nur ein McBee Nugget übrig bleibt. Ja. Geil, ja, jetzt habe ich Hunger. Okay, nee. Also tatsächlich wollte ich euch fragen, wenn ihr euch ein Unternehmen aussuchen dürftet, für das ihr Brand Ambassador werden könntet, okay. Was wär's? Also prinzipiell jedes Unternehmen. Was genug sagt. Also an sich, da, gut, dass du ansprichst. Ich habe hier ein Produkt. Meine tolle Air-Up-Flasche. Den habe ich auch geschrieben. Jetzt geht das wieder los. Dennis, was wär's bei dir? Ich hasse es. Ich hasse Tietz und sein komischer Air-Up-Fetisch. Wie er da jedes Mal drüber abgeht. Davor war es der Philips OnePlate, den er jedem empfohlen hat. Also man muss ja tatsächlich sagen, also wenn ich eine Brand hätte, ich glaube Tizian, wobei, wäre ein guter Brand Ambassador, weil das Problem ist, er nervt einfach dann. Die Leute kaufen es. Nee, es ist ein Abschied. Für mich hast du Air-Up, hast du komplett zerstört. Ich werde mir niemals Air-Up holen, auch wenn... Ich auch nicht. Gut, da habe ich mit Air-Up verkackt, aber das Ding ist, Air-Up hat sowieso meine Sponsoring-Anfrage nicht angenommen. Bei Philips ist es ganz anders. Und Dennis, du hast ja den Philips OneBlade gekauft. Niklas hat den Philips OneBlade, obwohl Niklas nicht mal einen Bart hat, hat den Philips. Digga, ich benutze meinen auch nicht. Du hast ihn. Ich wollte gerade fragen, Dennis, für was hast du denn Philips OneBlade? MacBee hat einen, also ich habe mit dem OneBlade. Aber ich hatte ihn schon deutlich länger. Tatsächlich. Oh, du Trendsetter. Also, der bevor Philips OneBlade, der lief gut, ja, muss man sagen. Ja, der hat sowieso reingeschissen. Eben, der hat meine, ich hab die angefragt wegen dem Sponsoring. Meinten sie, hey, nett, dass du fragst, aber wir sind gerade schon voll, danke. Ja, Moment, du hast die ernsthaft angeschrieben wegen dem Sponsoring? Also, krass, es war nicht ernsthaft, ich hab die halt aus Joke so angeschrieben. Nee, so, yo. Naja, ich war dabei, es war ernst. Als hätten die mich ernsthaft gesponsert. Er hat sich Hoffnung gemacht, es war ernst. Ich war dabei, doch. Er hat danach geweint, ich musste ihn trösten. Na, der mich rausgeholt. Und warum hätten die das machen sollen? Also, wo hätten die daran gewonnen? Natürlich war das so. Gar nicht hätten die daran gewonnen. Ich meine, gut, durch mich haben 7 Leute insgesamt diese Flasche gekauft. Was? Aber, ja. Aber, Du hast nicht mal 7 Freunde. Hätten sie nicht gewonnen. Hätten aber nur gerne einen Rabattcode oder sowas gehabt. Wäre cool gewesen. Wie viel gibst du da monatlich aus? Ich habe seit Ewigkeit nichts mehr aufgestockt von denen. Gut. Cool Story, Bro. Und was wäre eure Brand für die... Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich würde so gut wie alles machen, glaube ich, wenn es gut genug bezahlt wird. Nestle, genau, das war mein Thema. Und Nestle zahlt, glaube ich, sehr gut, wenn sie wollen. Also ich meine, es ist bei allem nur eine Frage des Preises irgendwo. Aber, nee, wenn jetzt irgendwie wirklich so ein Arschlochunternehmen wie Nestle kommen würde und euch, welchen Betrag müssten die euch bieten, dafür, dass ihr wirklich Influencer für dieses Unternehmen werdet. Nehmen wir mal wirklich Nestle als Beispiel. Ja, ich glaube nicht, dass wir Nestle Werbung machen können. Ja. Also nicht für Nestle an sich, vielleicht irgendwie. Auf keinen Fall, egal was sie zahlen. Schau mal, zum Beispiel jetzt, ich finde dieses vegetarische Fleisch von Nestle finde ich echt nice. So, das ist gut. Und dafür kann ich mir auch schon vorstellen, Werbung zu machen. Nee, nicht ein spezielles Produkt, sondern was wäre dein Preis, wo, wenn Nestle kommen würde und sagen würde, du wirst unser Brand Ambassador? Wie viel müssen sie zahlen, damit du sagst, für Nestle selbst? Also sehen die Leute den Namen Nestle direkt oder ist ja. Da quasi so ein bisschen verschwunden? Du hättest ein Tattoo auch mit Nestle auf dem Oberarm. Okay, jetzt ist es. Nein, du bist einfach wirklich Nestle Ambassador. Also du musst dann auch Hashtag Nestle benutzen und immer alle Produkte vorstellen. Du darfst sie dir nicht aussuchen, sondern müsstest wirklich Nestle, das Unternehmen Nestle bewerben. Du kannst mir nicht erzählen, dass du es nicht machen würdest. Nee, klar, ich bin gerade nur am Überlegen, wie viel mein Haus kosten würde in Spanien. Ich rechne gerade hoch. Ja, also ich hätte mal jedes Quartal 2 Millionen. Das kommt drauf an, müssen wir noch mehr wissen, wie lange müsste ich denn da Werbung machen? Also ist das jetzt, nur für einen bestimmten Zeitraum von, keine Ahnung, sagen wir mal, was wäre dann Preis für ein Jahr, dass du das ein Jahr lang wirklich komplett durchziehst. Okay. Und du musst einen Post machen am Tag. Okay. Zum Beispiel. Und dann, was ist der Preis für das Jahr, dass du das machst? Also bin mir jetzt du hast nur Nestle-Kleidung an. Okay. Okay. Ja. Du trinkst Wasser nur aus geklauten Brunnen. Nur privatisiertes Wasser. Ist schwierig, da eine Zahl jetzt zu nennen, aber keine Ahnung, bei mir wäre es für ein Jahr, ich meine, no shit, wer würde das denn nicht machen? Dann, ich sag mal, Nestle ist halt schon echt ein Penner, aber...
Also übrigens, das nächste Sponsoring haben wir uns komplett kaputt gemacht. Jetzt schon mal. Wir machen den gerade erstmal jetzt einen Preis hier auf dem Tisch, so ist nicht. Stimmt, also wir machen, eigentlich ist es gerade ein Angebot, eigentlich ist es gerade eine Vertragsverhandlung. Ja, ist so. Und die bei sich gerade im Zentrum alles so, oh, sie sagen es gleich. Keine Ahnung, also für ein Jahr, for real, würde ich das machen. Gerne, natürlich auch mehr, aber ich würde sagen so ab 400.000, glaube ich, würde ich es machen. Weil da kann man sich jetzt immer schon, ja. Für ein Jahr? Also ich lasse mir quartalsweise 2 Millionen geben. Nee, also ich glaube, es müsste wirklich dann so viel sein, dass ich sage, okay, da habe ich und dann auch meine zukünftigen Kinder ausgesorgt. Das Problem ist halt so. Also klar, für unter 1 Million würde ich es auf keinen Fall machen. Du hast halt dieses Sponsoring dann gemacht, aber das Geld, was du damit verdient hast, das ist Blutgeld. Weißt du? Das ist. Ja, das also Nestle ist schon halt ein. Also das würde mir schon schwer fallen. Also die müssten schon richtig dick auf den Tisch legen. Ja, weil es irgendwie, umso größer die Summe wird, umso ekliger wird es auch. Das ist gar nicht so schlecht. Wenn ihr jetzt so hohe Zahlen droppt, dann kommen die auf mich zurück. Ja, also ich nächste Millionen. Frage. Wie sieht's aus bei Heckler und Koch? Okay, das ist jetzt wirklich, das wird jetzt unsere Podcast-Folge. Wir das ist jetzt die neue Rubrik. Und sagen dann unsere Preise, wenn wir von denen gesponsert werden. Okay. Das ist die neue Rubrik, die heißt Wie billig bin ich? Wie teuer ist mein Oral? Ja. Ab wann werde ich zur Nutte? So heißt die Rubrik. Nee, das ist jetzt wieder was anderes. Stopp. Also ist das wirklich die Frage, Heckler und Koch? Also du kannst es gerne beantworten. Nicht. Nee, will ich nicht beantworten. Also das Ding ist ja, wenn ich jetzt zur Polizei gehe, dann ist ja meine Dienstwaffe von Heckler und Koch. Also mache ich es quasi von meinem Monatslohn. Stimmt auch wieder, ne? Ja, gut. Da ist was dran. Was würdet ihr lieber von Heckler und Koch oder von Nestle gesponsert werden? Also ich weiß es ziemlich sicher. Na, wobei, nee, doch nicht. Also was Heckler und Koch macht, halt auch echt nicht vertretbar. Das sind beides schlimme Leute auf ihre eigene Art und Weise, weißt du? Die machen beide was Gutes, dass sie halt diese Rüstung, zum Beispiel auch in Deutschland, dass sie die Polizei zum Beispiel mit Waffen ausrüsten, wenn man das insofern gut sehen kann, aber es ist halt auch notwendig, aber dass sie halt auch Waffen ins Ausland exportieren, wo bewiesen Kriegsgebiete sind und Krisengebiete sind, das ist halt nicht cool. Und Nestle macht ja auch leckeres Essen, aber was sie halt machen mit dem Wasser, dass sie es privatisieren und sowas, ist halt auch nicht cool, weißt du? Die haben beide ihre guten und schlechten Seiten. Wenig gut. Schon hauptsächlich, schlechte Seiten. Also die guten Seiten sind schnell durch. Aber trotzdem sind sie ja vorhanden. Ja, machen auch leckeres Essen. Nee, ich weiß es nicht. Nee, also jetzt mal ehrlich, schau mal, das Problem ist ja so, Nestle ist natürlich scheiße, klar, aber man muss halt ehrlich sagen, dass die ganzen Nestle-Produkte schmecken halt einfach, finde ich, am krassesten. So, die haben meistens einen guten Taste. Piccolini, du machst jetzt gerade Werbung, ne? Also nein, du machst die Werbung gerade umsonst. Doch, du sagst, die schmecken ultra gut. Ey, natürlich, aber das ist halt das Problem, weil die machen halt gute, die schmecken gut, aber es ist halt ein scheiß Unternehmen, heißt, es ist schwierig für die Leute. Kannst du einfach aufhören, jetzt zu sagen, dass Nestle-Produkte gut schmecken? Ne, wir schmecken überweisen uns doch nichts. Die überweisen uns doch nichts, Tizian. Na, ist egal. Ja, ich glaube, wir sind auch tatsächlich, ne? Wir sind schon so in der Zeit, dass wir eigentlich schon zum Wort der Woche kommen könnten. Absolut, ja. Oh. Wollt ihr dieses Mal vielleicht, haben wir letztes Mal auch wieder eine Raterunde gemacht, ja, oder? Nee, haben wir nicht. Ah, okay. Nicht? Ich habe auch mir. Aber dürfen wir jetzt raten? Ja, ich habe mir witzigerweise, möchte ich noch ganz kurz sagen, erst vor einer Minute gerade das Wort der Woche überlegt, weil ich es voll vergessen habe. Und ich wäre auch nicht mehr auf das Wort gekommen, wo ich letzte Woche jetzt wahrscheinlich für diese Woche mir ausgesucht hätte. Aber gut, also, dann fangen wir an. Kannst du einen Hinweis geben? Ja, Doppel-T. Nee, stimmt gar nicht. Was war es denn bisher? Also es sind zwei Ts. Es sind zwei Ts im Wort, aber nicht nebeneinander. Ganz kurz, das erste Wort der Woche war ja Bottrop. Das zweite Wort der Woche war Dattel? Nee, das war drei. Ah, das nächste war, glaube ich, Hagebutte. 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 Bottrop, Hagebutte, Dattel. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das andere hat schon eine ähnliche. Es ist eher wie Hagebutte. ich bin am Grübeln. Ja, Tizio kennt es eigentlich. Ja, aber es fällt mir man jetzt kann, nichts ein. Man kann so dreinschauen. Ja, ich weiß. Ja? Das haben wir doch letzte Woche auch schon geleakt, oder nicht? Oder habe ich es nur zu dir gesagt im Privaten? Ich weiß nicht mehr. Ich werde es jetzt auf der Woche. Darf ich sagen? Nein, noch nicht. Lass uns noch backen. Moment, was? Man kann dreinschauen so? Ja. Wie schaut man denn drein?
Dietz, versuch's mal zu machen in der Kamera, versuch mal so zu gucken. Boah, das ist wieder richtig gut für einen Audio-Podcast, Digga. Audioshow, perfekt. Er zieht gerade beide Lippenenden nach unten. Ja. Oh, das ist unsere neue Rubrik. Dietz macht Grimassen und du beschreibst sie. Oh ja, und dann muss man sich das vorstellen. Das funktioniert bestimmt, also wirklich klasse eigentlich. Ist es trist? Nein, um Gottes Willen, das ist ein langweiliges Kackwort. Jetzt bin ich gespannt. Schämlich. Achtung. Sagen? Ja, bitte. Ja, komm, mach du. Wenn es jetzt gar nicht ist, dann bin ich richtig sauer. Ja, dann bist du gekickt. Ne? Achtung, ja, liebe Zuschauer, es geht los. Trommelwirbel. Ja. Betroppelt. Ja, absolut. Es ist betroppelt. 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 Also geht's wieder so in so eine Bottrop-Richtung. Absolut, ja. Und auch wie Hagebutte. Betroppelt. Hagebutte betroppelt Bottrop-Dattel. Aber hat auch was von der Dattel, weil das L noch mit drin ist. Ne? Also das betroppelt. Ist praktisch alle drei bisherigen Wörter vereint. Absolut, ja. Das ist die Fusion. Das ist uneheliche Kind von den drei Wörtern, ja. Wer kam eigentlich auf die Idee, betroppelt zu sagen? So, wer ist denn betroppelt? Ein weiser Mensch. Wie haben wir es gesagt? Hatten wir mit deinem Hund mal davon, dass Angie betroppelt guckt? Ja, mein Hund Angie, ja. Kann sein, dass er betroppelt geguckt hat. Ich finde, betroppelt ist so ein Wort, bei dem ich manchmal auch in so ein bisschen an Tietz denken muss, ehrlich gesagt, jetzt wenn ich drüber nachdenke. Betroppelt? Betroppelt. Guckst du aber vielleicht ist das, weil das so nah am Trottel ist, ich weiß nicht. Ah, das hebe ich mir auf für die nächste Episode, was ich jetzt sagen wollte. Dann hebt ihr es auf. Kommt die nächste Episode. Genau. Dann, wann sehen wir uns denn wieder? Wann hören die Zuhörer uns wieder? Am Donnerstag. Um 6 Uhr morgens. Ja. Ja, also wann sie uns hören, dürfen sie selbst entscheiden. Ja, genau. Also frühestens am Donnerstag, genau. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Auf Wiederhören. Tschüss, tschüss. Ich liebe euch.